Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Danganronpa. Wir sprechen nochmal mit Kyoko. Ich will sicher gehen, ob da nicht doch noch was fehlt, weil es war mir doch schon ein bisschen kurz das Gespräch. Wir haben keine Freundschaft irgendwie oder in ein Zimmer einladen, weil das war bisher bei jedem. Eine Ablenkung könnte gut tun. Ja, in Ordnung. Warum nicht? Ich verbrachte etwas Zeit mit Kyoko. Viel haben wir nicht gerade geredet. Wir kamen uns heute näher. Ja, möchtest du etwas verschenken? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben keinen Kaffee mehr. Schwarzer Kaffee ist leer. Ich gucke kurz nach. Was könnte Kyoko noch gefallen? Kyoko mag nur Kaffee. Kyoko, Rose im Vitro. Rose im Vitro. Die 46. Und zwar das hier. Liebesrosen. Okay. Wie konntest du wissen, dass ich so etwas wollen würde? Du bist beeindruckend, Makoto. Dass sie so glücklich über ein Geschenk ist. Ah, okay, ja. Es war echt alles. Wow. Das ist eine Schuldurchsage. Es ist eine offizielle Nachtzeit. Ruht euch endlich aus. Geht schlafen und träumt sich. Wow, okay. Keine Nachrichten mehr. Denn gerade ist Kyoko die Einzige, deren Zimmer wir nicht sehen. Doch, wir sehen es ja einmal. Es ist ja vollkommen leer, stimmt. Heute in die Zeitvorgabe, ich sollte mal rübergucken. Der Dynamo, guck mal. Der ist da. Und der sieht wunderschön aus. Inwiefern soll das euch dienen? Es sieht abscheuchend grässlich aus. Außerdem, warum ist an einem Bein ein Staubsauger vorinstalliert worden? So kann ich mich nicht bewegen. Ich hätte viel mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Wie enttäuschend, wirklich. Die Kopie ist misslinkt. Aber eigentlich habt ihr euer Klassenziel damit erreicht. Deswegen belohne ich euch hiermit. Kann das auch gut gelingen? Du hast 8 Bandkarten erhalten. Ich meine, er hat nie gesagt, dass irgendwas gut geworden ist. Können die Sachen auch gut werden? Das hier sein. Einverstanden? Was? Wenn man mich unterschätzt, dann wird man eines Besseren gelehrt. Kyoko ist... ich mag Kyoko nicht. Sie ist böse gewesen. Kraftkiller. Matane! Meda? Ja. Inventar brauche ich jetzt nicht. Ich mach mal hier. Inventar. Ja. Ich würde sagen, die ist aber bei ihr besser aufgehoben als bei mir. 2 hochmotivierte heute. Halt. Nein. So. Bleistifte. Bleistifte, 15 Stück. Baumzweig und Fliegenfalle. Du bleibst auf dein Zimmer. Und mehr brauche ich nicht. Oh, Garten ist sehr erfolgreich. Schachtel, Tambourin. Du machst aber. Du hilfst dir dabei. Oh, du musst im Bett. Ihr könnt hier Kartonschachtel und Tambourinen. Vor allem, hier kannst du Staubtücher finden. Auf beiden. Wir haben 2 Leute, die sauber machen, das reicht nicht. Du wirst noch helfen müssen. Ja, okay. Versuchen wir es so. Staubtuch. Hier ist 2 Staubtücher. 4 Staubtücher. 1 Staubtuch noch. Dann haben wir das einfach mal nebenbei noch erledigt. Doch noch. Yes, okay, wir haben. Den Rest muss ich gucken. Ich habe gar nicht auf die Quest geachtet. Schlapp, ist nicht dein Ernst. Warum lasse ich nicht die wertlosen Ratten die Arbeit erledigen? Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss sie erstmal wieder sammeln. Sayaka ist aber noch da, oder? Sie ist nicht umgekippt.
Oder? Sayaka? Sayaka ist da, okay. Was möchtest du mit Sayaka machen? Etwas Zeit verbringen. Oh, möchtest du dich ein wenig unterhalten? Gerne. Sayaka und ich haben einige Themen aufgebracht. Wir kamen uns heute näher. Möchtest du etwas verschenken? Ja. Was denn? Sayaka. Sayaka will das da. Okay. Habe ich die noch? Ich habe 3 Stück und ja, Sayaka will. So etwas Wundervolles zu erhalten, macht mich sehr fröhlich. Allerdings, es von dir zu erhalten, Makoto, ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Dass sie so glücklich von einem Geschenk ist. Dürfte ich dir nochmal eine Frage stellen? Schon wieder so höflich, was ist mit dir los? Die Frage an sich ist aber sehr unhöflich. Hast du eine Freundin? Was? Woher kommt das auf einmal? Ist es dir das peinlich? Bedeutet das ja? Nein, habe ich nicht eine Freundin, nein. Dann bist du vielleicht in irgendjemanden verknallt? Warte mal, warum fragst du das? Ich war nur neugierig, das ist alles. Ist das denn so schlimm? Nein, aber natürlich bin ich neugierig, weil wir Klassenkameraden sind, die zusammen hier gefangen sind. Klassenkameraden. Aber das ist nicht alles. Du und ich sind mehr als nur normalen Klassenkameraden. Mit mehr? Wir sind Freunde. Wohl wahr. Ja, wir sind Freunde, natürlich. Also, fragst du mich auch? Hä, was? Willst du nicht fragen, ob ich einen Freund habe? Du weißt schon, einen Freund? Ich meine, ich will es nicht wissen. Ich bin auch ein bisschen neugierig, nur ein bisschen. Du bist sehr berühmt, richtig? Deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn du... Nein, ich habe keinen. Die Wahrheit ist, dass ich viel zu beschäftigt war für so etwas. Dann bist du verknallt? Vielleicht. Man kann auf jeden Fall sagen, dass ich interessiert bin. Sayaka starrte mich direkt an. Ich könnte schwören, dass sie rot wurde. Warte, bin ich etwa? Aber ich muss diese Gefühle erstmal unterdrücken. Die Flucht hat höchste Priorität. Ja, das stimmt. Lass uns zusammenkommen, Makoto. Egal, was geschehen mag. Bitte verrate mich nicht. Natürlich. Niemals würde ich... Ich möchte, dass du etwas weißt. Und ich lüge nicht. Ich kann meine Gefühle nicht fälschen. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Als sie nach diesen Worten lächelte, fühlte sich mein Körper mit hoffnungsvoller Energie füllte. Als ob ihr Lächeln die Quelle meiner Kraft wäre. Unsere Freundschaft ist die einzige Energiequelle. Meine Bindung mit ihr macht mich stärker. Deswegen muss ich mich anstrengen. Für mich und Sayaka. Ich bin so glücklich, dass du dich für mich anstrengen wirst. Was? Schon wieder? Ich bin übersinnlich. Nicht wirklich, aber ich habe eine sehr gute Vorahnung. Deine Reaktion gerade bedeutet das, dass ich richtig lag? Nun, das ist egal. Viel wichtiger ist, dass wir zusammenarbeiten, um hier zu entkommen. Egal wie schwer das ist. Ab jetzt werde ich mich umso mehr anstrengen. Ja, du hast recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich werde mein Bestes geben. Ich schwöre, Sayaka. Oh. Und Sayakas Patch vervollständigt. Sayaka ist fertig. Da haben immer nur so ein paar gefehlt noch. Nachdem ich Sayaka geschworen habe, mein Bestes zu geben, ging ich zurück auf mein Zimmer. Es ist Schuldurchsage, Nachtzeit, es ist Schlafschön. Tag 14, Freitag, ui. Heute ist euer wöchentlicher freier Tag. Ihr seid entlassen, genießt eure Freizeit. Was möchtest du unternehmen? Jemanden treffen gehen. Mit wem willst du heute reden? Hallo. Was möchtest du mit Togo machen? Etwas Zeit verbringen. Ich brauche nicht noch mehr Mitleid. Das macht dich zu keinem guten Menschen. Ich tröstete Togo. Wir kamen uns heute näher. Möchtest du etwas verschenken? Ja, auf jeden Fall. Was möchtest du denn verschenken? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Was könnte man Togo schenken? Togo. Nudeleintopf ist hier nicht. Nicht kein Nudeleintopf. Halt hier, Armband. Habe ich noch eins übrig? Ich kann das nicht vergeben. Deine Gutherzigkeit.
dass sie so glücklich ist. Ich denke, sie hasst mich. Aber sie scheint mir nicht aus dem Weg gehen zu wollen, also was ist da los? Hey Toko. Was hast du? Eine weitere Frage? Eine Freundesfrage? Freundesfrage? Ich habe dich zwar schon vorher gefragt, aber was machst du so in deiner Freizeit? Ich schreibe. Oder ich lerne. Nein, warum habe ich das gesagt? Jetzt hasst du mich. Warum? Ich habe es vermasselt. Alles ist gut, Toko. Jedenfalls kann ich nicht glauben, dass du weltberühmte Romane schreiben kannst. Woher kommen die Ideen eigentlich? Schreibst du aus eigenen Erfahrungen oder... Bist du dumm? Hä? Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich Romanzen schreibe, oder? Also wie kann ich bitte nach persönlichen Erfahrungen schreiben? Es ist alles meine Einbildung. Ich schreibe was Neues, was noch nicht existiert. Ist das so schwer zu verstehen? Oder möchtest du mir klar machen, dass man so keine Romanzen schreiben kann? Nein, falsch. Es ist schon gut. Leute machen sich sowieso immer über mich lustig. Aber irgendwann werde ich es ihnen zeigen. Irgendwann... Brodeln wie Magma rannte Toko weg. Okay, jetzt hasst sie mich wirklich. Tokos Bericht. Du hast die Fähigkeitspunkte erhalten. Yay! Danach ging ich zurück auf mein Zimmer. Weißt du auch immer, was möchtest du tun? Jemanden treffen. Mit wem willst du heute reden? Mit Toko, glaube ich. Alter, wir fehlen ein paar Tote. Was möchtest du tun? Etwas Zeit verbringen. Na 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 na. Du willst dich mit mir unterhalten? Ich versteh nicht. Wo ist der Haken? Ich erzählte ihr, dass es keinen Haken gäbe. Wir kamen uns heute näher. Möchtest du etwas schenken? Ja, aber ich habe keinen Armband mehr. Das heißt, ich muss nochmal nachgucken, was ich ihr geben kann. Das war schnell. Komisch, bei der Sache hätte ich eher an Biakua gedacht. Ich kann das nicht vergeben. Deine Gutherzigkeit, dass sie so glücklich mit einem Geschenk von mir ist. Hey, ich will mit dir reden. Das ist seltsam. Toko will eigentlich nie mit mir reden. Ich dachte, dass sie mich hassen würde. Hörst du mir zu? Sorry, natürlich. Ich wollte nur etwas klarstellen. Nein, ich muss etwas klarstellen. Was ich zuvor sagte, interpretiert das bloß nicht falsch, okay? Was hattest du gesagt? Dass ich keine Liebe im echten Leben hatte. Ich will nicht, dass du denkst, ich hätte keinerlei Erfahrung bei der Sache. Selbst ich bin schon mal auf einem Date gegangen. Aha. Es stimmt, ich lüge nicht. Wenn du mir nicht glaubst, dann werde ich dir jedes Detail geben. Nein, es ist okay. Ich war in der Mittelstufe und urplötzlich fragte mich dieser Typ aus der anderen Klasse. Okay, also doch. Er fragte, ob ich Pläne für ein Date hätte. Ich bin 3 ganze Nächte aufgeblieben, um das Date zu planen. Nun, da es unser erstes Date war, plante ich etwas Traditionelles. Ich wollte das machen. Das? Bist du dumm? Wenn man über ein traditionelles Date denkt, was geht dann sofort durch den Kopf? Das traditionelles Date, etwas, was man macht? Abendbrot, Schaufensterbummel, einen Film schauen? Vielleicht einen Film schauen? Ja, ziemlich cool, was? Und man schaut sich ihn an und später redet man darüber. Wie romantisch. Das ist üblich bei einem ersten Date. Du bliebst 3 ganze Nächte auf und auf diese Idee kamst du anschließend? Danach musste ich entscheiden, was ich sehen wollte. Wir waren in der Mittelstufe, also waren Kinderfilme natürlich tabu, richtig? Ich wollte etwas mehr Action haben. So ein Typ würde auf jeden Fall so etwas mögen, so könntet ihr beide Spaß haben. Und deswegen entschieden wir uns für das Seijun Suzuki Triple. Took a Drift, 15 Allergy und Branded to Kill. Unwiderstehlich für einen Typen, richtig? Diese Filme sind... Du weißt nicht, wer Seiju Suzuki ist? Er ist der weltberühmte Filmemacher, besonders durch seine Fähigkeiten. Der Mörder ist der Hauptcharakter und er kann dem Geruch des kochenden Reises nicht widerstehen. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, wer in meinem Alter so etwas kennen würde. Du bist richtig. Ich bekam es auf die harte Weise heraus. Er musste es gehasst haben, weil er im Mittelteil des ersten Films abgehauen ist. Was? Er ist einfach gegangen? Nachdem du so viele Gedanken in jenes Date investiert hast? Das ist herzlos von ihm. Nun, das passierte halt. Ach ja, und ich fand heraus, dass es einfach eine Mutprobe gewesen ist. Eine Mutprobe? Ja, er hatte eine Wette bei seinen Freunden verloren, also musste er mit mir auf ein Date gehen. Und ich musste dann 3 Tage überlegen, was wir tun sollten.
Das ist alles deine Schuld. Wegen dir erinnere ich mich auch an den schlimmen Trauma. Meine Schuld? Meine Schuld? Magst du das wirklich so sehr, andere zu belästigen? Macht dir das dein Leben Spaß? Befriedigt dich leid? Endlich sehe ich dein echtes Ich. Denn nein, das... Ich kann dich nicht mehr aushalten. Weg mit dir. Nein, ich gehe. Toko starrte mich böse an, nachdem sie mich mit wuterfüllten Augen davonlief. Okay, jetzt hasst sie mich wirklich. Tokos Bericht aktualisiert, du hast Fähigkeitspunkte erhalten. Jetzt hasst sie mich aber mal so richtig. Oh, ich habe einfach gerade gedrückt aus Versehen. Keine Ahnung, was da gerade stand. Also Schule, ich sage offiziell Nachtzeit. Es wäre schön, wenn ihr schlafen geht und schöne Timer. Wir sehen uns morgen. Tag 15, es ist Montag. Montag, meine Lieben. Wenn man sich unterschätzt, dann wird man ein besseres gelernt. Kyoko scheint heute motiviert zu sein. Wie sieht's denn aus? Fliegenfalle, Bleistift. Ah, hätte besser auflaufen können. Alle da. Putzen muss gemacht werden. Hä? Achso. Ja. Gehst du dahin? Und du dahin? Ja, wir müssen das halt finden. Oh. Inventar? Oh, nee, nicht Inventar. Schmieder? Besen plus. Besen. Aufgaben. 1, 2, 3. 3 unmotivierte. Oh Gott, ja. Besen und Besen plus auf einmal gekauft. 3 unmotivierte und der Fortschritt steigt schön. Ja, er steigt wunderschön. 3 sind schon zu viel gerade. Ab sofort kann. Ja, es ist schon. Sayaka wieder alleine putzen. Vor allem, wir haben Sayaka sogar zum Putzen drin. Sie ist halt einfach geskillt zum Putzen, deswegen. Was möchtest du heute unternehmen? Jemanden treffen gehen? Mit wem soll ich heute reden? Hallöchen. Was möchtest du mit Toko tun? Etwas Zeit verbringen. Du willst dich mit mir unterhalten? Ich verstehe nicht. Wo ist der Haken? Ich erzählte dir, dass es keinen Haken gäbe. Wir kamen uns heute näher. Möchtest du etwas verschenken? Ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, noch ein Glas. Kyoko würde sich auch über ein Glas, über die Gläser freuen. Also nicht lieben, sondern nur normales Freuen. Ich hätte irgendwie bei Byakuya ja gedacht. Ha, was soll's. Ich kann es nicht vergeben. Deine Gutherzigkeit, dass sie so glücklich ist. Ich konnte Tokos Spannung förmlich spüren. Sie war stärker als je. Trage Verantwortung. Hä? Verantwortung? Ich? Ich bin hier schon zu lange eingesperrt. Was soll ich tun? Langsam, aber sicher sterbe ich. Also dachte ich, ich schreibe einen neuen Roman. Aber ich kann nicht. Ja, warum nicht? Ich habe eine Kreativitätsblockade. Meine Kräfte der Schreiben sind momentan schlampig. Das ist mir noch nie zugestoßen. Warum ist das passiert? Du hast die alten Wunden geöffnet. Ich bin schuld. Ich halte das nicht mehr aus. Vorerst werde ich nicht mehr schreiben. Ich gehe in Rückstand. Rückstand? Aber das wäre zu schade. Du hast so viel Talent als Autorin. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Zudem war ich nie wirklich gut. Und da ich jetzt meine Willenskraft und Motivation offiziell verloren habe, nun ja, sie scheint, als ob sie von den Geistern aus ihrer Vergangenheit gejagt werden würde. Hör mal, Toko, warum gehst du nicht mal in die Vergangenheit und guckst, warum du startest? Warum ich meine Karriere als Autorin startete? Ja, warum du überhaupt mit dem Schreiben begannst. Reflektiere deinen Start und dann wirst du auf jeden Fall wieder motiviert. Es begann mit einem Liebesbrief. Ein Liebesbrief? Als ich in der Grundschule war, verliebte ich mich für das erste Mal. Es war ein Freund. Zuerst hegte ich keine Gefühle für ihn. Er war der einzige Junge, mit dem ich ohne Stottern reden konnte. Und irgendwann sagte er mir, dass seine Familie nach Shikoku zog. Sobald er diese Worte aussprach, verfror das Blut in meinem Herzen.
Zuerst verstand ich nicht, was ich fühlte. Es war ein völliges Mysterium für mich. Da ich zu schüchtern war, es ihm direkt zu sagen, schrieb ich stattdessen einen Liebesbrief. Und dann? Am nächsten Tag, als er gegangen war, sah ich, dass er den Brief am schwarzen Brett der Schule ausgehängt hatte. Was? Ich konnte später noch mal mit ihm reden. Anscheinend hasste er es erst, dass ich ihn so oft ansprach. Alle anderen Kinder verspotteten ihn deswegen. Also wollte er wahrscheinlich Rache. Er zeigte der ganzen Welt meinen Brief. Also die traurigste erste Liebesgeschichte, die ich je hörte. Aber als ein Lehrer den Brief gelesen hatte, erkannte er mein Talent des Schreibens. Und er sprach mich darauf an. Das war der Funken der Inspiration. Das ist also passiert. Was? Und jetzt habe ich mich daran auch noch erinnert. Alles ist deine Schuld, mein Trauma. Alles ist sinnlos. Ich werde niemals mehr schreiben. Warum versuchst du dich nicht mal an andere Geschichten? Hä? Warum schreibst du nicht mal Sachen, die du gerade empfindest, aus dem Herzen schreiben? Verstehst du? Du willst also, dass ich all meine Gefühle der Leere und Einsamkeit in einen Roman verwandle? Ehrlich gesagt würde ihr das sehr viel helfen, glaube ich. Das ist nicht schlecht. In Ordnung, ich werde es tun. Aus meinem Herzen schreiben. Ich werde es tun. Toku, ihr seltsames Gelächter im Schlepptau, ging zurück auf ihr Zimmer und zwar sehr schnell. Okay, sie ist nun motiviert, aber ist das gut oder schlecht? Na. Ob das jetzt so gut wird? Ich trennte meine Wege mit Toku und ging auf mein Zimmer, erschöpft. Erschöpft auf mein Zimmer. Dum, dum, dum. Das ist eine Schuldurchsage. Es ist nun offiziell Nachtzeit. Ruht euch ordentlich aus, um morgen wieder euer Bestes geben zu können. Nun denn, schlaft schon und träumt süß. Schon 16. Heute erreiche ich locker 30% Genauigkeit. Hiro scheint heute motiviert zu sein. So, wie sieht's denn aus? Bleistifte muss ich wieder craften. Bleistifte. Wie viele Tage habe ich noch? 4 Tage. Ja, naja. Ja, ich weiß nicht. Kann ja erstmal so bleiben, keine Ahnung. Noch einen Tag, okay. Du bist alle. Und du bist alle. Gut, dann musst du einmal putzen. Du einmal putzen. Der Rest macht so weiter wie sonst. Schmerzmittel, Baumzweige, 3, 5, ich brauch 10, glaube ich. Das ist schon mal ganz gut. 6, komm, noch ein paar Baumzweige, 8. Und, 9, und einer noch. Na, eine Enttäuschung, so wie immer. Was möchtest du unternehmen? Jemanden treffen gehen? Mit wem soll ich heute reden? Wie wär's mit Toku? Oh, hi, Byakuya, du bist auch wieder da. Was möchtest du mit Toku tun? Etwas Zeit verbringen. Du willst dich mit mir unterhalten? Ich verstehe nicht. Wo ist der Haken? Ich erkläre dir, dass es keinen Haken gibt. Ich erzähle dir, dass es keinen Haken gibt. Wir kommen uns heute näher. Möchtest du etwas schenken? Ja. Und zwar, hab ich noch Gläser oder muss ich neues aussuchen? Na, wir haben keine Bulle mehr. Ja, da muss ich neues aussuchen. Nein. Sakura, Hifumi, na. Chihiro Taka, Hifumi. Toku. Aha. Das Universalgeschenk. Das Geschenk, das jedem Mädchen gefällt an dieser Schule. Tada, die Liebesrose. Leider bin ich schon mit Meister verlobt, also kann ich nicht mit dir ausgehen, aber denken kannst du immer über mich. Dass sie so glücklich mit einem Geschenk ist? Hey Makoto, könntest du kurz auf mein Zimmer kommen? Hä? Ich will dir etwas zeigen, komm bitte schnell. Sie ist irgendwie anders. Es ist seltsam, dass sie so wenig stottert und mich öffentlich so anspricht. Und sie will, dass ich auf ihr Zimmer gehe? Okay, ich werde es tun. Ich klingelte schnell an Tokus Tür. Oh Gott, sind das viele Bücher. Danke. Aber interpretiere hier nichts falsch. Ich habe dich aus sauberem Interesse eingeladen. Wenn du mich auch nur falsch anfasst, werde ich deine Zunge beißen.
und dein Blut trinken, bis ich daran ersticke. Glaub mir, das werde ich nicht. Jedenfalls, warum ludest du mich ein? Wolltest du mir etwas zeigen, richtig? Ich hoffte, dass du das hier lesen würdest. Togo gab mir einen großen Stapel Papier. Ich sah eine saubere Handschrift, also hatte sie das wahrscheinlich geschrieben. Ist das... Ich nahm deinen Tipp an und begann zu schreiben. Könntest du vielleicht das der Erste sein, der das liest? Danke. Ich begann zu lesen. Wenige Sekunden später las ich immer noch. Die Wörter hörten nicht mehr auf, in meinem Kopf zu fliegen. Ich konnte mir das Umfeld bildlich vorstellen. So gut. Das ist wirklich gut, Toko. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich jemals in meinem Leben las. Ja, finde ich auch. Aber es ist ziemlich dunkel. Richtig dunkel. Ich habe Angst, weiterzulesen. Kennst du den Fachausdruck für ein Werk eines Autors, der seine persönlichen Erfahrungen in jenes packte? Dieser Stil ist ziemlich berühmt in Japan. Futon von Katai Tayama begann alles. Romane, die von der persönlichen Erfahrung des Autors angetrieben wurden. Null Ahnung Roman. Bildungsroman? Ich-Roman? Du meinst doch einen Ich-Roman, oder? Richtig. Meiner ist jedoch noch nicht fertig. Aber sobald ich ihn beende, wird er ein schockierendes Meisterwerk sein, das alle Vorurteile über Ich-Romane in den Wind schlägt. Ja, da hatte sie wahrscheinlich recht. Ihr Text ist auf jeden Fall ziemlich dunkel und krass. Vergessen kann ich ihn erstmal nicht. Es wird ein Meisterwerk sein, da bin ich mir sicher. Nur wegen dir. Wegen dir konnte ich... Ah, das ist mir so peinlich. Wie wäre es, wenn ein Gedicht meine Dankbarkeit ausdrücken wird? Ein Gedicht? Trotz düsterem Ich hast du öffentlich mich umfangen und begangen. Deine Wörter für meinen Körper, dein Herz für meinen Schmerz. Dich begehrt dank unserer Freundschaft nicht schlank. Und verstehst du, wie ich fühle? Ja, zumindest ist sie glücklich mit ihrem Werk. Und ich kann endlich behaupten, dass ich sie besser kennengelernt habe. Also das war's erstmal. Du hast mir geholfen, Motivation zu finden. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Geschichte zu beenden. Und wenn es jemanden gibt, der mich so unterstützt, darf er ein Freund genannt werden, richtig? Freund, dass ich so etwas von Toko höre. Aber ja, wir sind Freunde geworden. Jetzt hau ab, bevor du handgreiflich wirst. Tokos Bericht wurde... Und die Fähigkeitspunkte, okay. Ja, bevor ich handgreiflich werde. Toko schmiss mich aus ihrem Zimmer, danach ging ich auf mein eigenes. Okay. Hä, sicher, dass es vorbei ist? Ich habe gar keinen Nahrungsstoff bekommen. Also anscheinend kann ich nochmal mit dir reden. Dies ist eine Schuldurchsage. Es ist nun offiziell Nachtzeit, ruht euch ordentlich aus. Nun denn, schlaft schon und träumt? Ich habe keinen Nahrungsstoff bekommen, also müsste es doch. Oh, eine Transformation steht an. Hifumi scheint heute motiviert zu sein. Ein einziger Baumzweig und Bleistifte. 10 Bleistifte, ein Baumzweig. Läuft. Oh Gott. Das Gefühl. Das wird nicht gut enden. So, Kartonschachtel. Baumzweig. Ihr zwei sucht mal nach Baumzweigen. Wer kann hier arbeiten? Ihr könnt arbeiten. Du suchst nach Tambourinen. Du suchst nach Kartonschachteln. Tambourinen. Und Tambourinen. Sauber machen. Gut. Wird schon klappen. In der Zwischenzeit kann ich mal ins... Oh, nee. Dann geht's nicht weiter. Oh, das Spiel bleibt stehen. Interessant. Wenn ich im Steam-Overlay bin, bleibt das Spiel stehen. Schade. Mal gucken, vielleicht hat sie gar keine Errungenschaft. Vielleicht fehlt die. Weil das war irgendwie mein Indikator immer, wenn, damit ich weiß, ich kann zum nächsten gehen. Somit habe ich entschieden, eine Pause einzulegen. Mit all diesem Schweiß weigere ich mich fortzufahren. Ja, okay, sie ist down. Was möchtest du unternehmen? Jemanden treffen gehen? Byakuya lässt sich Johanna. Hey. Byakuya lässt sich mit einer roten Rose auch beeindrucken. Interessant. Alle Frauen und Byakuya. Wow! Genozid Jack kann ich auch treffen, ist ja geil.
Ein Serienmörder und ein Vollidiot. Hey, gute Kombi. Verstehe. Gansy, Jack und ich, was auch immer. Wir verstehen uns einander nicht. Möchtest du etwas verstehen? Ist Genozid Jack eine eigene Kategorie jetzt gerade? Das muss ich mal kurz herausfinden. Steuerung F. Hallo? Jack. Tatsache. Maiden's Handpack. Okay, die 71 ist. Okay, dann können wir Genozid Jack auch. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Wenn hier gleich der Handheld kommt, dann bin ich in der Nähe. Da? Da ist er. Der Koffer. Warum auch immer. Ach meine Güte, es ist so wundervoll. Macht es dir was aus, wenn ich es anlecke? Was ist denn? Es ist normal, etwas Schönes anlecken zu wollen, oder doch nicht? Dass Jack so glücklich über ein Geschenk ist. Hey, Mark-Cocktail. Hör mal zu. Mark-Cocktail? Etwas baut sich auf, verstehst du? Stress. Weil ich bis jetzt niemanden mehr töten konnte. Oh, ich durste nach Blut. Gibst du mir welches? Also, warum? Ja. Warum tötest du Menschen? Du solltest echt aufhören. Ich meine, es ist einfach ein sinnloses Blutbad. Sinnlos? Ich weiß das, Idiot. Ich töte nicht, um meinen Sinn dahinter zu finden. Also, warum? Lass mich dich mal was fragen, Big Mac. Warum tritt ein Fußballspieler einen Ball? Warum verkauft ein Verkäufer? Du hast niemals gefragt, richtig? Das Gleiche trifft auf mich zu. Das ist ein bisschen das Gleiche. Das ist kein bisschen das Gleiche. Das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Es ist definitiv ein. Du hast definitiv Eier, einen Serienmörder zu erziehen. Mut ist kein Fremdwort für dich, was? Hier ist meine Antwort dazu. Es ist einfach zu töten, als es zu unterdrücken. Es ist einfacher zu töten, als es zu unterdrücken. Na? Ich weiß nicht, warum ich überhaupt versuche, sie besser verstehen zu können. Tokos Bericht wurde hinzugefügt. Du hast deine Fähigkeit heimtückisch freigeschalten. Nachdem wir fertig waren, ging ich sofort auf mein Zimmer zurück. Verstehe. Ja, es ist einfacher zu töten, als es zu unterdrücken. Kann man erst genau sagen, wenn man es mal probiert hat, ne? Los, geht und versucht es. Es ist Schuldurchsage, offizielle Nachtzeit. Schlaft schön und träumt süß. Ja. Na dann. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.